Your team wins. Ganz toll. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Combat Arms Reloaded. Und, wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwie was Gescheites finden. Es ist noch früh am Morgen, deswegen ist hier noch nicht allzu viel los. Aber wir gucken einfach mal, ob wir was finden. Ulrich hatten wir hier noch nicht. Aber die warten. Ein Türke. Hundert Kills, nehmen wir mit. Wenn er dann startet. Wenn er dann startet. Was er nicht tut, dann starten wir halt nicht. Sieht schlecht aus hier heute. Ich versuche jetzt einfach mal, mir selber einen Raum zu erstellen. Elimination. Cold Seat. Machen wir mal 140 Kills. Und dann laden wir mal ein. Und warten. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir starten jetzt das Spiel auf der Map Cold Seat. Ich hoffe, der bleibt drinnen oder ich krieg die Mütze voll. Das weiß ich ja noch nicht. Auf jeden Fall ist Cold Seat eine richtig geile Map eigentlich. Haben wir sehr viel und sehr gerne gespielt. Und ja. Muss man mal abgewöhnen, immer so nach unten zu stieren beim Zocken. Na, wo ist er? Der läuft bestimmt auch so wie ich. Bei ihm läuft er bestimmt bei mir in der Base rum. Wo hat er sich versteckt? Ich glaube, die Runde wird auch ein bisschen länger dauern. Wenn da bloß einer drin ist. Wo ist der? Hier oben kann man sich auch hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Jetzt habe ich jetzt noch einen zweiten drin. Na komm, jetzt will ich euch das zeigen und jetzt funktioniert es nicht. Scheiße. Na, hü. Ganz toll. Ich musste das Spiel eben schon mal abbrechen, weil wir einen Mitspieler hatten, der den anderen drüben einzeln rausgeschossen hat und den Raum verlassen hat. Somit war das Spiel ungültig. Und ja. Mal gucken. Ah, fast. Fast, fast, fast. Nein. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Verdammte Axt. Guck mal, die legen hier auch gleich wieder voll los. Jawohl, jetzt bin ich hier oben. Hier kann man nämlich schön runterschießen. Ohne dass der das mitkriegt. Jetzt wollte ich ihn gerade erschießen, du Sauhund. Die Runde könnte etwas länger dauern, weil
Wir haben zu dritt gestartet und... Scheiße, jetzt hat er mich entdeckt. Ohne Kacke. Schnell weg. Wollte den extra in Ruhe lassen, weil wir... Ach, jetzt kann ich hier... schießen. Und es kommen auf jeden Fall jetzt, wird sich bei Comet Arms ein bisschen was ändern, weil ich noch zwei andere Folgen bringen will. Und somit kann ich nicht mehr mittwochs und donnerstags Comet Arms machen, deswegen gibt es Comet Arms im Wechsel. Eine Woche, eine Folge Classics. Oh, shit, daneben geschossen. Und in der Woche darauf gibt es dann Reloaded und das wird dann immer so gewechselt und dann habe ich den Platz für die anderen beiden. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Wo sind wir denn jetzt? Ja, es geht doch. Round start. What? Wo stand der denn? Ach da. Gar nicht gesehen. Du kleiner Sack, du. Hau ab. Hau ab, Alter. Kulti, das ist eigentlich eine richtig geile Map. Die haben wir früher voll oft und voll viel gespielt. Aber ich bin natürlich auch auf der bescheuerten Seite. Da gehen wir mal nicht lang. Egal. Ja, mit der MP5, Alter. Wenn du hier drüben eingekesselt wirst von beiden Seiten, hast du sowas von der Arschkarte. Wie man sieht. Musst du dich echt erkämpfen, dass du hier hochkommst. Aber das sollten wir hinkriegen. Hoffe ich doch. Da hinten steht auf jeden Fall einer. Alter Schwede, hat der mich erschrocken jetzt hier mit 1 HP habe ich noch. Boah, leck mir am Arsch, du. Der sitzt immer noch da hinten. Sick Bounce. Gucken wir mal, ob ich da mal hinkomme. Was? Headshot. Ach, daneben geschossen, verdammte Scheiße, Mann. Oh, Kimmy ist online. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, wie gesagt, Leute, das Comet Arms wird es nicht mehr mittwochs und donnerstags geben, sondern nur noch mittwochs und das auch im Wechsel von Reloaded zu Classics erstmal. Der campt wirklich stur da hinten, Alter. Gibt's doch gar nicht. Round start.
Call Drops, na ganz toll. Ihr seid schon wieder voll ausgerüstet hier, ey. Gibt's gar nicht. Ja, brauchst jetzt auch nicht hochgehen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn die dich hier eingekesselt haben, dann hast du hier sowas von die Arschkarte. Hier. Granatwerfer. Oh, einen hätten wir. Ah. Das ist unnormal. Dann kommst du hier auch nicht mehr raus. Da kannst du machen, was du willst. Wenn auf der Alpha-Seite nur gute Spieler sind, hast du voll die Arschkarte hier. Die zielen auf die beiden Eingänge und dann bist du verloren. Das wird dann nämlich auch wieder eine schön Negativrunde werden hier. Er sitzt mit Sicherheit immer. Nee, der sitzt gerade nicht da hinten. Der schießt von unten durchs Fenster, der Wichser. Auch nicht die feine englische Art. HP, verdammte Scheiße hier. Was soll ich damit noch machen? Ja gut, 3 HP, was soll ich damit noch machen, ne? Kannst du nichts machen, kannst du nur gucken zu. Round start. Schon wieder nur noch 15 HP. Alter Schwede. Verdammte Axt, ja. Da hinten sitzt schon wieder einer. Hier nichts, was qualmt. Von einer Ente getroffen. So eine Kacke. Er sitzt hier bloß fleißig in der Ecke. Da, wieder auf dem Container. Schön in die Base reinzielen. Ihr Hummus. So, wo laufen wir denn jetzt lang? Kannst du vergessen. Obwohl das eigentlich noch geht gerade. Ist noch relativ entspannt hier. Hau ab. Scheiß Call Drops. Hat er die Nähte fallen lassen? Du hattest definitiv nicht mehr viel. Ja, scheiße. Egal. Round start. Egal.
Das sollten wir aber trotzdem hinkriegen hier die Runde. Zumindest so ein bisschen. Endlich mal jemand, der vernünftig denkt hier. Latscht schon einer lang. Oha. Wo kam die denn? Alter. Die liegt da unten. Wieso werde ich noch getroffen? Ist ja nicht wahr. Okay, da steht ein Turret. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder nicht raus. Dann irgendwie sniped. Oh Gott. Hau ab. So. Ach, hat er mich noch erwischt? Ehrlich, ey. Das gibt's doch gar nicht. Cool Seed. Diese Eckensitzer, diese Eckensitzer. Leute. Da sehe ich nichts. Das sehen, sehr schön. Wir sind auch mit dem letzten Müll ausgestattet hier heute schon wieder, ne? Call Drops, Flammnades. Ist ja widerlich. Wieder mal weg. Ach, was? Shotgun. Oh mein Gott, ihr seid ja so noobig ausgestattet heute. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich häng fest. Da ist niemand. Aber 29 Kills noch, dann sind wir auch schon am Ende. Sehr schön. Es hat mir heute mal wieder richtig gefallen, hier komplett abends zu zocken. Da steht doch, warte. Nein. Ekelhaft. Oh, und überall Minen. Minen, Minen, Minen. Hat der jetzt auf die Mine hier oben geschossen, Leute? Habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Das vom eigenen Teamkollegen. Das vom eigenen Teamkollegen. Kopfschüttel. Einfach nur Kopfschüttel. Mehr kannst du da nicht machen. Einfach nur den Kopfschüttel. Die Flugente. Das wird so eine Negativrunde heute. Aber das macht nichts, weil ich habe kurz jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Und das macht richtig Laune. Außerdem haben wir früher morgen. Ich weiß, das ist keine Ausrede. Ach, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Mann! Aber mit 21 Kills bin ich auch, glaube ich, ganz gut dabei. Ah,
der hängt auch wirklich nur bei sich in der Base rum, ne? Kill for your mom. Der hängt nur bei sich in der Base rum. Naja, 9 Kills negativ. Ist doch... Naja. Doof, aber ich habe auch die verkehrte Seite. Was ist denn das jetzt? Ich habe den Advanced gerade beim Elimination-Modus erreicht. Ah ja. Alles klar. Super. Ja, das war's gewesen für die Folge heute, Leute. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein.